Wie erweitert man die Realität? Das ist die Frage, der wir uns heute in der 8. Folge von Auf einen Kaffee mitstellen wollen. Dabei wird es natürlich nicht allzu philosophisch und die Welt bleibt auch in ihren Angeln. Wie immer interessieren uns Formate und Methoden der digitalen politischen Bildung. Als evangelische Trägergruppe haben wir in den vergangenen Jahren intensiv mit Formaten des Game-Based Learning gearbeitet und unter anderem auch ein Escape Game entwickelt. General Solutions heißt es. Die Teilnehmenden beschäftigen sich da drin mit Themen wie Big Data, informationeller Selbstbestimmung und den Folgen der Digitalisierung für unsere Gesellschaft. In diesem Zusammenhang haben wir auch Thomas Leier-Wagner kennengelernt. Seine Agentur Polycular entwickelt Augmented Reality-Spiele und schafft damit spannende Räume für die Auseinandersetzung mit politischen Themen. Heute wollen wir mit ihm darüber sprechen, wie solche Spiele funktionieren, was Game-Based Learning ist und wie man sie einsetzen kann, um Fake News und Deepfakes auf die Spur zu kommen. Besonders spannend natürlich der Austausch zwischen zwei ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern, Game-Entwicklung und politischer Bildung. Das Gespräch wird heute von meiner Kollegin Annika Gramoll vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung moderiert. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und los geht's. Genau, vielleicht stellst du uns mal eben vor, was ist eigentlich Polycular und wie setzt ihr Game-Based Learning um? Genau, also danke, dass das geklappt hat. Es war ja sehr schön, da Ole und ich haben uns ja über eine Zuschrift von mir zu einem gemeinsamen Projekt mehr oder weniger, wo sozusagen ihr es ja eher von sozusagen eurer Seite aus dem Bildungsbereich sozusagen versucht habt, aufzuarbeiten, wie könnte das Thema Disinformation, Fake News in einem Escape-Raum funktionieren und wir es sozusagen eher von einer technischen Seite mit Augmented Reality versucht haben, das aufzuarbeiten. Und da eigentlich zusammengekommen sind. Ja, also was ist Polycular? Wir sind nicht auf einer schönen Palmeninsel bei mir im Hintergrund. Wir sitzen in Halle in Salzburg. Ich werde jetzt auch einfach so frech sein und mir erlauben, die Palmen wegzumachen. Die sind nicht da. Es ist, die Realität schaut bei uns auch ein bisschen anders aus, aber wir sind bei Polycular. Ich teile noch schnell den Bildschirm mit euch und habt dann die Möglichkeit, euch ein bisschen was über uns zu erzählen, ein bisschen mehr preiszugeben, was wir machen, wie wir das machen, warum wir das machen. Genau. Ja, Polycular, man sieht es, steht für uns eigentlich für vielfältig und aus vielen Teilen, also das Molekül. Das heißt, wir setzen aus vielen Teilen technisch, künstlerisch neue Erfahrungswelten zusammen. Das ist eigentlich so, wenn ich es jemand erklären soll, das ist das, was wir machen. Und with a purpose, meistens halt mit irgendeinem Hintergrund, dass wir sozusagen irgendwas vermitteln wollen, was Bewusstseinsbildung betreiben wollen oder auch für unsere Kunden eben was sozusagen an die Leute bringen wollen. Und wir nehmen uns selbst nicht unbedingt total ernst in allem, was wir machen. Wir versuchen halt auch ein bisschen eine Lockerheit und ein bisschen eine spielerische Herangehensweise zu haben. Und das sieht man auch sozusagen, wie wir versuchen, Leute in Erinnerung zu rufen, wie wir denn auch heißen. Wir haben uns da ganz einfach frech an der österreichischen Post bedient. Die hatten mal den Spruch, Territera die Post ist da. Bei uns ist es jetzt Territera Polycular. Passt ja auch wunderbar und sie nutzen ihn nicht mehr. Wir finden, es passt eigentlich hervorragend. Oder auch das würzige Lutschzuckerl aus Hallein. Das passt ja eigentlich auch ganz gut, wenn wir uns fragen, sozusagen, was ist real und was ist fake. Es ist offensichtlich fake. Wir produzieren keine Lutschzuckerl. Was bei uns eher so sich abspielt, ist so das, was wir jetzt da in dem Bild auf links sehen. Wir sind eben viel im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality und Games unterwegs, erstellen da Spiele, Apps und Anwendungen. Und für uns war eigentlich immer, das ist jetzt unser Team, also wir sind inzwischen von 2 Leuten auf rund 10 Leute angewachsen. Das hat uns wahnsinnig gefreut, dass wir das geschafft haben. Und eigentlich mit dieser bunten Mischung, mit diesem bunten Haufen an Leuten arbeiten wir bei uns unsere Lösungen. Da sind Entwickler dabei, es sind Artists dabei, es sind Leute, die uns quasi so auf einer artistischen Ebene unterstützen. Leute, die bei uns sozusagen so ein bisschen im Marketing und die Werbung und alles. So funktioniert es. Und für uns war eine große Problemstellung und eine große Frage eigentlich immer irgendwo, okay, es gibt wahnsinnig viel an Informationen draußen, aber die ist irgendwie unstrukturiert. Okay, dann fangen wir an und wir stellen Wikis, wir bündeln Informationen ganz toll.
Und natürlich ist das ein super Hort, um sozusagen Sachen oder Wissen zu vermitteln. Aber was wir uns immer gefragt haben, gibt es nicht irgendwie noch einen anderen Ansatz, also mehr als nur ein Video herzeigen, sondern Dinge wirklich erleben. Und wir glauben eben ganz stark an dieses Erleben und das ist das, wo auch Game-Based Learning ansetzt, Erfahrungsräume, Erlebnisräume, Spielräume zu schaffen, in denen man Dinge erleben kann und anhand der Reflexion, die sozusagen in diesem Erleben passiert, dann zu lernen. Weil es motiviert dich, du bist aktiv dabei, es ist ganz was anderes, wie wenn ich sozusagen mich zurücklehne und irgendwas lerne. Und es passiert sozusagen in dieser Reflexion. Es ist auch kein Ersatz von irgendeiner anderen Art von Lernen, sondern es ist eigentlich sozusagen nur eine coole Ergänzung, um einfach sozusagen dann eine neue Art und Weise zu haben, wie ich auch Inhalte vermitteln kann an Leute. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Ich habe jetzt eben schon ganz viele Begriffe genutzt, und zwar Game-Based Learning, Augmented Reality, auch Virtual Reality. Man hat auf den Bildern gesehen, dass ihr da viel mit gearbeitet habt. Und vielleicht kannst du auf die Begriffe da nochmal eingehen. Gerne. Ich fasse jetzt quasi auch nochmal zusammen, vielleicht steht auch das Bild so ein bisschen dafür, was wir machen oder was auch die unterschiedlichen Sachen sind. Grundsätzlich ist sozusagen, man unterscheidet zwischen Augmented Reality und Virtual Reality. Man spricht aber häufig inzwischen auch von Mixed Reality, was beides umfassen soll, oder auch Cross Reality, also XR, was auch beides umfassen soll, weil sich diese Dinge auch immer stärker vermischen. Also Augmented Reality wäre sozusagen irgendwo auf der einen Seite des Spektrums und deckt quasi den Bereich ab, wo ich eine reale Situation habe und in diese reale Situation, zum Beispiel sei es ein Kamerabild, blende ich digitale Inhalte zusätzlich ein. Können digitale Inhalte im Sinn von 3D-Modellen, Charakteren, oder auch Annotationen oder Informationen sein, Videos. Ist eigentlich nicht gesagt, was für Art sozusagen oder was da sozusagen in Informationen eingeblendet wird. Das ist die eine Seite, das ist Augmented Reality. Und Virtual Reality ist sozusagen die andere Seite, wo sozusagen die Welt rein virtuell wahrgenommen ist, wo unser aktuelles Vehikel, das wir nutzen, diese Head-Mounted Displays sind, die schon seit, wenn man das weiß, eigentlich schon seit 30 Jahren gibt. Damals wirklich abstrus ausgesehen haben. Also das waren richtig kolossal riesige Helme, die man sich aufgesetzt hat, auch so wie, eher so wie Taucher. Und es war auch sehr fragwürdig, wie zuträglich das ist, wenn man da 15 Kilo auf seinem Kopf hat. Dort ist dann alles virtuell. Man sieht das sozusagen über eine stereoskopische Ansicht mit zwei Displays sozusagen direkt vor den eigenen Augen und hat sozusagen da diesen 3D-Effekt. Und dann gibt es halt auch Dinge, die irgendwo dazwischen sind. Weil zum Beispiel heute ist es in gängigen VR-Headsets, also in diesen Head-Mount-Displays ja so, dass man durchaus auch seine eigene Hand sieht. Also man sieht sozusagen zum Beispiel entweder, wo der Controller ist, also wenn man das sozusagen vor sich hat, oder man sieht eben auch wirklich die eigenen Finger, kann die tracken, man kann an sich runterschauen zum Teil schon, wenn es in der Form aufgesetzt ist und sieht wirklich seinen Körper in dieser Virtualität. Und da passiert eigentlich schon so eine Mischung. Also es ist nicht mehr nur ganz virtuell, sondern es ist sozusagen eigentlich schon so, ja, ein Bereich, der sich zwischen Augmented Reality, man spricht dann eigentlich von so einer Art Augmented Virtuality, wo dann die Virtualität schon mit Echtheit angereichert, mit Realität angereichert ist. Das ist eigentlich vielleicht nochmal so, um diese Begriffe ein bisschen auseinander zu bekommen. Und Augmented Reality spielt sich aktuell ab auf Devices wie Smartphones am stärksten, Tablets, das ist jetzt so für jeden zugänglich. Das ist auch das, was Pokémon Go ganz stark getrieben hat. Und ansonsten noch am ehesten auf neueren Geräten so Dinge wie Magic Leap, HoloLens. Das ist aber vielleicht auch in der Durchdringung noch bei weitem nicht im Consumermarkt angelangt. Die Devices sind auch nach wie vor viel zu teuer und bis dato hat jede Generation von den Dingen, obwohl die entsprechenden Firmen da Millionen an Investment reingebuttert haben, alles noch immer teils ziemlich underwhelming. Vielleicht, wenn man es das erste Mal aufgehabt, so wow, aber dann schon wieder so, wieso hat das nur so einen schmalen Winkel, das abdeckt? Man ist noch nicht ganz happy.
da ist sicher noch Raum nach oben, wird aber auch alles kommen. Also ich glaube, Virtual Reality per se ist jetzt doch schon auch irgendwie stärker da, weil diese Headsets einfach viel in einer ganz anderen Preisliga spielen inzwischen, wo sozusagen das Smartphone in dieses Head-Mounted Display eingebaut ist. Solche Dinge wie Oculus Go, Oculus Quest, aber auch von allen anderen Herstellern, die, ich will ja jetzt hier nicht für eine Marke Werbung machen, es gibt ja ganz viele Hersteller, die sowas anbieten. Ja, das ist halt einfach inzwischen in einer Preislage von 300-400 €. Das heißt, das durchdringt schon jetzt auch den Markt und man merkt das auch, dass das mehr und mehr ankommt. Aber eigentlich diese andere Seite mit Augmented Reality ist leichter und auch viel einfacher, dass man dafür Sachen erstellt und jeder das nutzen kann. Die Begleitung ist höher. Was genau, also man merkt ja, du oder ihr arbeitet damit ja auch viel und du bist ja unheimlich tief in dem Thema. Wo sagst du denn, was ist jetzt genau der Punkt, das fasziniert dich so doll dran? Also ich glaube, das ist so ein bisschen aus meiner Studienzeit einfach heraus auch. Also ich habe Mediendesign und Medienkunst studiert und für uns war immer schon eine starke Frage, das ist auch was mein Partner, Geschäftspartner Robert, wahnsinnig beschäftigt. Was ist eine Realität und wie wird sich Realität für uns verändern mit den technischen Möglichkeiten, die einfach kommen? Realität per se ist ja in sich schon ein Konstrukt und da setzen sozusagen diese Technologien einfach nochmal eins oben drauf und wir fragen uns halt einfach, erstens müssen wir das auch kritisch sehen, müssen wir das auch hinterleuchten, was da auf uns zukommt, müssen wir das verstehen, müssen wir das als Gesellschaft auch einordnen können und überlegen können, was sind die Grenzen davon? Wo funktioniert das? Aber wir sehen es natürlich auch als Spielerei, als Chance zu überlegen, wie können neue Formate ausschauen, kann das für bestimmte Bereiche einen Einsatzzweck finden und was könnten solche Bereiche sein und wie kann es sozusagen in diesem Bereich vor allem von Wissensvermittlung, Bewusstseinsbildung, mit dem wir uns stark beschäftigen, mit Spielen, also auch mit diesem Thema eben Game-Based Learning stattfinden. Was sind da Möglichkeiten? Das ist was uns fasziniert. Und das habt ihr ja im Prinzip umgesetzt, also ein Teil davon auch in eurem Spiel Escape Fake, richtig? Und auch in anderen. Ja, absolut, genau. Ich würde jetzt eigentlich gern vielleicht noch kurz, wenn man es auch noch sieht, so ein paar Sachen, die wir gemacht haben, einfach herzeigen. Wir haben ein ganz frühes Projekt, eigentlich auch so mit zum Startprojekt unserer Firma, war Ökokochi. Und das war so eine erste Blended Learning Erfahrung, wo wir so ein kleines Quiz mit dazwischen einem virtuellen Charakter gehabt haben, der sozusagen wie so ein Tamagotchi zu versorgen ist. Und man hat sozusagen immer die Aufgabe, sich eben sein Leben irgendwie halbwegs in der Balance zu halten. Also er hat eine gewisse Menge an Geld, er hat eine gewisse Menge an Gesundheit oder auch sozusagen, wie es seine Umwelt geht. Und er hat sozusagen eine gewisse Menge an, wie er sich so psychisch fühlt. Und man muss so ein bisschen managen und da Kompromisse eingehen und da das auf einem außerirdischen Planeten passiert, ist das alles nicht ganz so einfach und man muss das erst einmal überhaupt durchleuchten, wie dort die Zusammenhänge funktionieren. Und für uns war es eigentlich nur so ein Anregungspunkt, darüber nachzudenken. So ein Thema wie Nachhaltigkeit ist super komplex. Und was beeinflusst eigentlich jede kleine Entscheidung, die wir täglich irgendwo treffen? Wir wollten eigentlich nur darüber eigentlich mal so ein bisschen eine Reflexion starten lassen. Das war so ein Projekt. Ein zweites war so, Orte in Salzburg entdecken. Das hat City Caching Salzburg geheißen, funktioniert so ein bisschen wie Geocaching. Da hat man mit seinem Smartphone diese Orte besucht. Man hat dort dann kleine Spiele und Aufgaben gelöst. Die Orte musste man auch erst errätseln, also wie zum Teil eben auch bei Geocaches. Und das dann einfach auch entdecken, also sozusagen das auch in die Stadt rauszubringen und dort nachhaltige Orte zu entdecken. Ein anderes Projekt, wirklich VR, wirklich reines Kunstprojekt, war Swimmingpool. Dort haben wir einen an und für sich schönen Tauchausflug unter Wasser, wo man sich wirklich so mit Schwimmbewegungen fortbewegt hat, in ein bisschen ein dystopisches Szenario verwandelt, wo dann auf einmal doch so Art Wasserleichen herumschwimmen von Ertrunkenen. Einfach weil das Thema zu dem Zeitpunkt einfach ein riesiges Thema war und wir einfach auch spürt haben, dass wir irgendwie auf sowas aufmerksam machen wollen. Ja, aber ja, Biohof ist auch ist ein kleines Spiel, wo es sozusagen stärker sozusagen um Entdecken von der Landwirtschaft, Biolandwirtschaft geht. Aber was wir jetzt aktuell gerade arbeiten, das hast du gesagt, auch Escape Fake, da geht sozusagen um diese Idee, können wir einen Escape-Raum nutzen als Spielmechanik, um Inhalte reinzupacken, damit Sachen zu lernen und Sachen zu vermitteln und zu zeigen,
was da passiert. Und das ist nur eins von mehreren Projekten, die wir machen. Also Escape Week ist sozusagen eine Umsetzung von dieser Lösung, an der wir arbeiten mit Escape AR. Und die funktioniert eben so, dass man, wie man sich da jetzt so ein bisschen vorstellen kann, man hat verschiedene virtuelle digitale Objekte, mit denen kann man interagieren. Man kann die zum Beispiel aufsammeln, man kann die miteinander kombinieren. Und über diese Mechanik und über diese Interaktion löst man dann sozusagen diese Rätsel des digitalen Escape Rooms. Setting ist immer sozusagen, man hat eine gewisse Zeit und in der gilt sozusagen diesen Raum zu lösen, wie man es von einem Escape Room Spiel auch kennt. Und das ist sozusagen das, wo wir gesagt haben, hey, das könnte man mit Disinformation, mit Fake News auch machen. Und da sind wir eben hergegangen und haben uns eben gefragt, ja, was wird auf uns zukommen? Wie wird die Realität in Zukunft ausschauen? Und was ist überhaupt solche Sachen wie Deepfake? Und haben da dann überlegt, können wir sozusagen einen Raum gestalten, der so ein bisschen wie ein Krimi-Raum aufgebaut ist. Also sozusagen so, ich komme an den Tatort, muss überhaupt verstehen, was ist denn anhand von Desinformation da jetzt passiert bei jemandem? Und das dann sozusagen reverse-engineeren und rauszufinden, kann ich das vielleicht irgendwie wieder korrigieren? Was sind denn die neuralgischen Punkte gewesen? Wie ist überhaupt diese Information in den Umlauf geraten? Und. Das ist das, was wir sozusagen mit Escape Fake versuchen anzubieten. Ja, Wahnsinn. Ich frage jetzt mal für die, die noch nicht so viel Erfahrung mit Augmented Reality haben, wie mache ich das dann bei mir zu Hause? Du hast gesagt, ich kann das dann spielen. Wie stelle ich mir das vor? Ich glaube, ich zeige am besten vielleicht kurz was her. Ich glaube, das ist vielleicht am leichtesten zu verstehen. Dann springe ich einfach noch ein bisschen drüber. Die Slide finde ich übrigens wertvoll. Also das ist auch sozusagen was, wofür wir eigentlich auch stehen. Also man soll auch draußen spielen. Ich bin nur drinnen. Springen wir mal ein bisschen über. Also ein Punkt ist sozusagen dieses Realität. Über das möchte ich schon noch mal kurz kommen, weil ich glaube, das ist ein Punkt, der vielleicht nicht so bekannt ist bei allen und wo wir einfach auch für uns ist ein Ausgangspunkt sozusagen auch war für das Projekt. Es ist einfach wirklich so, dass sich Realität verändern wird, dass dieser Begriff einfach viel schwieriger zu greifen sein. Our system reconstructs and tracks both source and target actors using a dense photometric energy minimization. Using a novel subspace deformation transfer technique, we transfer the expressions from the source to the target actor. Den Ektor, der wird aufgezeichnet. Man sieht sozusagen eine Kameraansicht, das ist der Input, der steuert sozusagen unten das andere Videobild und da wird sozusagen dieses Enactment reingeactet. Das ist sozusagen das, was man als Deepfake heutzutage versteht und das ist sozusagen etwas, wo wir gesagt haben, ja, mit solchen Sachen werden wir in Zukunft konfrontiert sein. Das heißt, wir müssen uns überlegen, erstens, dass wir solche Dinge verstehen, dass wir das einordnen können und dass wir sozusagen das erfahrbar machen. Aufnahmen heutzutage von unserem Smartphone, wenn wir den Mond aufnehmen und da wird wahnsinniger Zoom versprochen, funktioniert zum Teil auch mit Machine Learning, wo dann sozusagen aus Anhaltspunkten sozusagen das Bild eigentlich konstruiert wird. Und sozusagen ist es auch keine Wahrheit mehr, wenn ich den fotografiere, sondern eigentlich eine Zusammensammlung von Bildern, die sozusagen aus einem ähnlichen Winkel geschossen wird und mein Bild wird zusätzlich mit dieser ganzen Information angereichert. Also sozusagen in diesem Umfeld bewegen wir uns mit Escape Fake und das ist sozusagen für uns auch der Punkt. Wenn ich jetzt sagen würde, wie spielt man es? Das Bild zeigt es eigentlich ganz gut. Also was brauche ich? Ich brauche ein Smartphone oder ein Tablet. Ich habe ein paar Ausdrucke, die ich machen muss. Bei uns aktuell 5 Stück. Und die, das steht dann drauf, platziere ich entweder auf einem Tisch liegend oder hänge sie an die Wand. Und dann kann ich mit dem Smartphone-Tablet draufschauen und sehe sozusagen diese einzelnen Bilder eingeblendet. Und habe dort sozusagen diese virtuellen Objekte, mit denen ich dann interagieren kann. Das schaut dann in etwas so aus, dass ich zum Beispiel sowas wie einen Safe habe oder auch diese verschiedenen Objekte wie das Fenster, das ich öffnen kann oder auch eine Zeitung, in der ich blättern kann oder dann mir auch eine Seite herausreißen kann. Wenn man sich das Ganze
kurz anschauen möchte, und das kann man dann auch gerne bei uns auf der... Hallo und willkommen. In diesem Video führen wir... Hat man eben dann die Möglichkeit, sich in diesem Raum umzuschauen. Also das ist jetzt das, was man da sozusagen sieht. Man hat da verschiedene Objekte, die sieht man dann über diesen Bildern erscheinen, und die kann ich dann zum Teil eben miteinander kopieren. Ich kann in den Safe eine Kombination eingeben, wenn ich es gefunden habe. Ich kann diesen Hammer nehmen, die Vase kaputt machen, und dann habe ich den Schlüssel für diesen Bus, wo ich dann dort einen weiteren Teil einer Kombination bekomme. Oder ich muss das Passwort von dem Computer rausfinden, dort dann die Sicherheitseinstellungen verändern. Und so lernt man eigentlich in diesem Machen auch Tools, wie man sozusagen mit Fake News umgehen kann. Das heißt, es passieren solche Dinge wie, man macht eine Reverse Image Search. Also man sucht sozusagen nach einem Bild in einer Google-Bildersuche oder in einer anderartigen Bildersuche und findet heraus, ist dieses Bild wirklich aus der Quelle, wo es besagt wird? Oder hat da jemand einfach nur eine neue Headline dazu erfunden? Oder wurde das Bild vielleicht auch manipuliert? Also es gibt auch Software, wo ich rausfinden kann, sozusagen anhand von einer Analyse, die digital passiert, ist das bearbeitet worden? Und das sind alles Dinge, die wir eben versuchen, in diesem Escape Room mit Augmented Reality eben zu lernen, dass ich es verstehe, dass ich es einordnen kann. Und dass ich diese Methoden, aber auch Tools so ein bisschen lerne zu verstehen und einzuordnen. Herzlichen Dank erstmal an dich, Thomas. Vielleicht eine Frage zum Start, weil jetzt gerade mehrfach der Begriff Deepfakes gefallen ist und du ja auch das Beispiel mit dem Video gezeigt hast. Genauso kann man das ja, glaube ich, auch für Stimmimitationen nachvollziehen. Könntest du uns eine aktuelle Einschätzung geben, wie gut diese Deepfakes schon sind? Also kannst du als Experte jederzeit noch herausfinden, ob es sich um ein Deepfake handelt, oder sind die mittlerweile auf einem Niveau, dass das nicht mehr möglich ist? Wie würdest du das einschätzen? Ich schaue mal schnell hin und sage Deepfake nein, ja, nein. Da sind wir aktuell wirklich schon auf einer Ebene, wo du dann runtergehen müsstest und wirklich anschauen müsstest. Gibt es irgendwo noch Artefakte? Gibt es irgendwo anhand von Stills Elemente, wo ich merke, dass das sozusagen im Bild synthetisiert wurde, aber manchmal sind ja auch Videos dann auch im bewusst nicht ganz perfekter Qualität, also ich habe es dann nicht immer in 4K, sondern ich habe es dann vielleicht ohnehin schon ein bisschen verpixelt, und dann ist man irgendwann an dem Punkt, wo man das nur noch ganz schwer einschätzen und sagen kann. Dann kann man eigentlich nur noch wirklich anhand vom Kontext, Augenzeugen oder sonstigen Dingen sagen, ist das wirklich so, wie es gesagt worden ist? Hier kam im Chat die Frage, woran könnte ich es eventuell erkennen? Also gibt es Tools, die ihr empfehlen könnt oder die man dann entsprechend auch in der politischen Bildung vielleicht verwenden und aufgreifen kann, um solchen Deepfakes auf die Spur zu kommen? Es gibt Tools, ich könnte euch dann noch mit ein bisschen einer Liste versorgen, oder man kann auch sozusagen Escapefix sich auch ein bisschen noch anschauen. Da sind auch einige Sachen wirklich noch gezeigt oder genannt, mit was man arbeiten kann. Also es gibt ein paar Tools, die sozusagen auf Bildmanipulation suchen, zu schauen, sozusagen, was ist die Quelle, die Metadaten ein bisschen durchforsten und anhand von davon sozusagen einschätzen können, ist das sozusagen ein gefaktes Bild, ist es ein echtes Bild. Mhm. Was gängige Tools auch sind, ist, was wir auch zeigen in Escapefix, ist so Dinge wie wirklich Reverse Image Search. Also es gibt TinCan, es gibt aber auch die Reverse Image Search von Google, und ich kann einfach mal schauen, in was für einem Kontext ist denn so ein Bild überhaupt veröffentlicht worden? Wer schreibt denn überhaupt was dazu? Was sind denn dann so die Stimmen dazu? Ist es überhaupt so, oder finde ich daraus, also man findet zum Teil dann auch, wenn es größere Bereiche sind, dass es vielleicht das Bild in einer sehr ähnlichen Form, aber vielleicht ohne ein bestimmtes Detail gibt. Und das sind halt dann alles sofort Anzeichen, wo bei mir die Alarmglocken schrillen, wo man sich dann auch wirklich überlegen kann, da ist ja vielleicht noch mehr dahinter. Und meistens ist es ja dann eh, dass ich sozusagen das auch aus dem Kontext heraus ja dann auch eine gewisse Fragwürdigkeit ergibt. Und man sich dann fragt, kann das in der Einordnung stimmen? Was sagen denn andere Meinungen dazu? Ich vergleiche Quellen. Also
diese Dinge sind Dinge, die man dann halt auch machen muss oder die man sich dann auch anschauen muss. Und das ist auch das, was wir sozusagen da auch zeigen und auch vermitteln wollen. Sozusagen nicht alles zu glauben, was vielleicht über Social Media daherkommt, sondern einfach auch einen eigenen Filter, ein eigenes Gespür zu entwickeln und mal eher, bevor ich es teile, zu suchen, gibt es erstens, also das ist natürlich auch eine super Quelle, ich kenne eine österreichische Plattform, aber es gibt sich in Deutschland in ähnlicher Form auch. Bei uns gibt es zum Beispiel eine Plattform mit Mimikama, die generell solche Fakes listen, die einfach solche gängigen Desinformationen, die gerade draußen passieren und teils auch auf politischen Ebenen, passiert das immer stärker, dass sozusagen auch Leute gibt, die dezidiert einfach nach solchen Sachen auch suchen und sagen, hey, das ist jetzt gerade im Umlauf, aber das ist natürlich völliger Schwachsinn, das stimmt einfach nicht, was da verbreitet wird. Also das wären so meine Schlüsse, die ich sagen kann. Okay, aber es ist komplex und wird wahrscheinlich in Zukunft immer schwieriger. Das zweite Themenfeld, was jetzt hier im Chat sehr stark kam, war die Frage, wie kann man mit diesen Spielen, die du jetzt gerade vorgestellt hast, arbeiten? Also Frage einmal, bietet ihr da Workshops an? Wie reflektiert ihr die Erfahrungen, die in den Spielen gemacht werden mit einer Gruppe? Wie geht man vielleicht auch mit Emotionen um, die durch so ein Spiel ausgelöst werden? Und ganz praktisch kam auch die Frage, bietet ihr solche Workshops auch selbst an? Okay, also wir sind jetzt kein klassischer Workshop-Anbieter, aber was wir machen würden und jetzt gerne auch in Zukunft forciert machen wollen, ist eigentlich, dass wir sozusagen Workshops fürs Halten von Workshops anbieten wollen. Also sozusagen, dass man sich zusammentut und man sich einfach das gemeinsam mal ausprobieren kann, überlegen kann, wie kann das in meiner eigenen Bildungsarbeit funktionieren, wie baue ich das vielleicht auch in mein bestehendes Format am besten ein. Das ist der eine Punkt. Das würden wir auch machen oder machen wir auch gern. Deswegen bin ich heute auch da, weil ich das einfach auch nach außen transportieren will. Zweitens, weil auch so ich mitgelesen habe, dass sozusagen Kosten mal eine Frage waren. Aber was kostet es in der Umsetzung? Also so, wenn man eine maßgeschneiderte neue Lösung wollte und wir würden das von vorne entwickeln, dann kann man etwas sowas zwischen, ich sage mal in der kleinsten Form, um die 15.000, 20.000 Euro rechnen, dass das einen Entwicklungsaufwand bedeutet. Aber Escape Fake per se kostet aktuell überhaupt nichts. Jeder kann das super gerne nutzen. Wir freuen uns über jeden, der es weiter nutzt. Wie integriert man es in Workshops? Wir haben es ganz stark gesehen, sozusagen so als Icebreaker. Am Anfang, es wirft eher mehr Fragen auf. Es öffnet sozusagen so ein bisschen, es lockert die Atmosphäre auf und es gibt dann eben danach eigentlich wahnsinnig viele Fragen oder wahnsinnig viel Diskussionsbedarf. Und ich sehe es ja auch eben nie in der Rolle, dass sozusagen dieses Tool per se alles beantworten wird und einen Workshop komplett ersetzen würde. Ich sehe es eigentlich im Gegenteil eher so, dass es sozusagen ein integraler Bestandteil eines Workshops sein sollte. Gerne, wenn ihr euch informieren wollt, weiter über die App eben auf escapefake.org. Was wir auch haben ist, das war ein Ausschnitt, was ich euch gezeigt gehabt habe. Da gibt es eigentlich auch ein Voice-Over drüber, das eigentlich auch erklärt, wie sozusagen das Setup funktioniert von der App. Was auch zeigt, wie die Rätsel funktionieren. Wir haben auch ein kleines Anleitungssheet, das man sich ausdrucken kann, wirklich, wenn man dann im Workshop ist und jemand kommt her und sagt, an der Stelle mit X und Y, da komme ich nicht weiter, dass man dann irgendwie einen Anstups geben kann, damit das nicht in totale Verzweiflung ausartet, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass die Gruppen durchaus durchmischt sind immer. Es gibt immer wieder Gruppen, die extrem viel auch zum Beispiel Escape Rooms gespielt haben, die sehr viele digitale Spiele spielen und mit so Art von Rätseln sehr vertraut sind und sich dann natürlich auch leichter tun. Aber das ist auch eigentlich eine coole Geschichte. Also wir sehen es auch zum Beispiel, dass es eine ideale Möglichkeit wäre, dass sie das sozusagen in ihrem privaten Umfeld vor dem Workshop sogar machen. Und man trifft sich dann eigentlich im Workshop und reflektiert dann nur noch drüber und redet darüber. Und jeder kann sozusagen in seinem Tempo das durchspielen, weil der eine wird halt eine Viertelstunde anbrauchen, während der andere dann doch voll 20 Minuten braucht. Ja,
Also bei uns war es unterschiedlich. Also von da ist eine große Neugierde auf der einen Seite bis hin zu, ich bin da gerade selber gar nicht. Ne? Und das war interessant. Wir waren uns in unserer kleinen Gruppe aber einig, dass es auf jeden Fall etwas ist, was man gemischt mit anderen Sachen, die man ohnehin in einer Veranstaltung macht, auf jeden Fall einsetzen kann. Und dass es bei den Jugendlichen mit Sicherheit auch große Freude bereiten würde. Oder bei uns selber eben auch. Also dass wir selber auch so eine Spielernatur in uns haben und da Lust hätten, das einzusetzen. Also ganz unterschiedlich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, eher so Lust zum Ausprobieren. Ja, danke. Andrea meldet sich. Mhm. Ja, wir hatten uns gefragt, wie wichtig tatsächlich so eine gute Ausstattung dafür ist und wie sehr wir das voraussetzen können. Und also eine unserer Gruppe arbeitet im Berufsbildungsbereich, auch an Schulen. Und da stellt sich die Frage, glaube ich, auch nochmal doppelt. Das haben wir jetzt in der ganzen Digital-Krisenzeit und Corona-Zeit ja auch mitgekriegt, dass diese Milieus nochmal ganz besonders schlecht ausgestattet sind. Hm. Ja, also... Okay, ja, danke. Uwe. So, ja, da kann ich auch gleich kurz anschließen. Bei uns war es auch am Schluss nochmal genau die Frage, also wie ist es dann, dass diese Möglichkeiten über Augmented Reality was zu machen, sicherlich sehr gut, aber auch da stellt sich immer wieder die Frage der digitalen Gerechtigkeit. Marie aus unserer Gruppe hat auch darüber berichtet, dass es eben gar nicht so einfach ist, Jugendliche dazu zu bringen, eine App auf ihrem Handy zum Beispiel zu installieren. Das hat natürlich auch oft Gründe zu sagen, wir haben im Grunde vielleicht nicht so eine Datenmenge, nicht so eine, die sie nutzen können. Und es geht dann eben weiter bis zu der Frage, was für Zugangsmöglichkeiten über WLAN haben sie auch zu Hause mit der Verbindung. Also da stellen sich tatsächlich dann auch so Hürden auf, die in der Bildungsarbeit dann auch erstmal wirklich eine Hürde sind. Das andere war dann so die Frage, ja, sicherlich ein ganz spannendes Format und nicht nur, um was mit Jugendlichen zu machen, sondern auch, um, das hat Johannes gesagt, vom Jugendbildungswerk aus Gießen, der Thomas gesagt, vom Jugendbildungswerk aus Gießen, auch Multiplikatoren jetzt erstmal wirklich an das Thema heranzuführen, also auch mit denen Workshops zu machen und zu sagen, also das gibt es als Möglichkeit, weil bei vielen das noch gar nicht auf dem Schirm ist, also auch aus der Erfahrung heraus, also auch da stärker auch in der Multiplikatorenarbeit diese Tools oder diese Möglichkeiten einzusetzen, um das erstmal publik zu machen, weil ich glaube, bei vielen ist da noch, das hatten wir so in der Gruppe das Gefühl, ist da noch eher so ein bisschen Tabula Rasa. Das wäre aber auch eine gute Möglichkeit. Mhm. Also das mal so ganz grob, so ein paar, zwei solche Erfahrungen bei uns. Ich habe nochmal auf Creative Gaming hingewiesen. Wir hatten gestern eine Veranstaltung mit Katrin Joswig auch zum Thema Games in der Bildungsarbeit, auch mit dem Jugendbildungswerk hier in Kassel. Das ist ja auch eine Initiative hier in Deutschland. Und da gibt es ein großes Interesse und sicherlich auch viele Erfahrungsmöglichkeiten, sich darüber noch weiter auszutauschen. Ja, also einmal hatten wir noch eine Frage im Chat von Susanne. Oder was heißt Frage, Anmerkung, dass es eben interessant ist, Fake News und Verschwörungstheorien in so einem Spiel aufzugreifen. Und das würde ich aber gerne noch verbinden, auch mit einer Frage an dich, Thomas. Wir haben ja selbst auch ein Escape Game gebaut und da Erfahrungen gesammelt. Und eine zentrale Erfahrung war eigentlich, dass wir ganz, ganz viele Themen aufmachen und uns dann im Nachhinein überlegen müssen, wie schaffen wir das, die dann auch zu vertiefen und auseinander zu sortieren. Also in unserem Fall auch Themen wie Falschnachrichten oder der Umgang mit Daten, der Umgang mit einem Whistleblower und so weiter. Und das würde mich einfach aus eurer Perspektive, die jetzt ja nicht primär pädagogisch ist, interessieren, wie geht ihr als Spieleentwickler damit um? Also wie viel Inhalt verträgt ein Spiel? Das ist eine gute Frage von dir. Das ist was ihr eben, das ist genau, wir teilen da im Prinzip auch eure Erfahrungen. Es ist als Spieleentwickler wirklich so, dass man sozusagen als erster mal sammeln will, was will man denn überhaupt reinbringen in das Spiel. Wir haben uns dann eigentlich so ein bisschen überlegt, anhand von was für eine Struktur könnten wir dem geben. Und bei uns war dann mal so ein bisschen eine Idee, dass wir sagen, wir würden gerne das so ein bisschen auf einer dramaturgischen Ebene sehen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen anderer Ansatz, wie man sonst vielleicht auch gehen würde. Wir haben irgendwie gesagt,
Für uns wäre eigentlich am spannendsten, dass wir sozusagen erst zeigen, wie Fake News auf einer sehr persönlichen Ebene wirken können. Also wie können die das Schicksal von einer einzelnen Person maßgeblich kaputt machen? Wie kann so jemand sowas wirklich sozusagen einem Einzelnen sehr stark schaden, wenn Medien dann auf diesen Zug zum Beispiel aufspringen und einfach auch unreflektiert das weiter teilen und weiter verbreiten? Ist schön, wenn man dagegen Einspruch erheben kann und was machen kann, aber das hat bei Weitem nicht die gleiche Wirkung und die Schlagkraft wie andere Sachen. Und für uns war es dann sozusagen dieser Schritt, okay, jetzt erst versuchen, irgendwie was sehr persönlich Greifbares zu bringen, womit sich vielleicht jeder identifizieren kann oder hineinversetzen kann. Und dann weiterzugehen, zu zeigen, was wären denn andere Motivationen, also was wären denn Gründe, warum Fake News oder warum Desinformation verbreitet wird. Ist es ein wirtschaftliches Interesse? Ist es ein politisches Interesse? Und wir haben aktuell quasi nur diese zwei Aspekte, diese eine persönliche und diese politische Agenda, die hatten wir sozusagen auf zwei Räume aufgeteilt. Das war bei uns so ein bisschen der Weg, die zu strukturieren. Und dann haben wir eigentlich geschaut, wie können wir Dinge mit, was für Tools könnten wir einbauen. Da haben wir dann eigentlich so ein bisschen geschaut, wie können wir das auf diese verschiedenen Räumen, auf die verschiedenen Rätsel aufteilen, sodass es dann insgesamt auch nicht zu viel wird. Wir haben auch bewusst gesagt, okay, Escape Rooms sind eigentlich oft so ausgelegt auf eine Stunde in einem digitalen Format, auch in einem Workshop-Format, müsste man es vielleicht auch ein bisschen runterkochen. Also bei uns sind sie dann auf 20 Minuten runtergekocht worden, pro Raum. Das heißt, man hat ja auch mit dieser Idee sozusagen eines etwas Episodenhaftes, haben wir mal gesagt, mit den Möglichkeiten, die wir damals auch über die Förderung hatten, setzen wir das mal um, was uns jetzt am meisten drängt oder am meisten brennt. Und wir würden schauen, dass wir sukzessive, wenn wir wieder Möglichkeiten finden, daran weiterzuarbeiten, dann einfach in Episoden das erweitern und vielleicht auch nochmal neue Themen aufgreifen. Da passt ja die Anmerkung von Uwe auch nochmal ganz gut dazu. Wie ist denn eure Wahrnehmung, wie MultiplikatorInnen, also wie, ja jetzt, ne, ihr habt ja auch mit Leuten, mit Schulklassen, glaube ich, zusammengearbeitet, wie da so die Wahrnehmung dieser Themen ist? Also es war zum einen war es sehr, sehr spannend, weil wir selber einen Workshop gegeben haben, ganz am Anfang, wie wir das gerade draußen hatten, das Spiel, gerade fertig hatten. Wir hatten es fertig letztes Jahr im Mai und war dann gleich eine Veranstaltung mit rund 600 Jugendlichen, die wir sozusagen verteilt auf mehreren Stationen zum einen dieses Spiel haben machen lassen als sozusagen Vorbereitung und danach in so eine Gruppendiskussionen mit diesen Schulklassen gegangen sind, wo wir dann aber einfach auch noch ein bisschen Inhalte drangepackt haben, also wirklich uns angeschaut haben, was ist denn jetzt Deepfake noch einmal genauer, wie funktioniert sowas mit Machine Learning überhaupt, da versucht einfach Fragen aufzuwerfen, Diskussionen ein bisschen zu moderieren, aber ja, also gezeigt hat es eigentlich, dass die alle gepackt waren. Die waren super interessiert und danach auch sehr offen in diesen Diskussionen. Also da haben wir zum Teil eben auch das Feedback von den Pädagogen, die dabei waren, von den Lehrern mitbekommen. Hey, cool, was für sie eine Diskussion sich da entsponnen hat. Das war zum Teil auch überraschend. Ein anderer Punkt war, das greift so ein bisschen auf dieses Thema Verteilungsgerechtigkeit hin oder ist es fair, sind diese Formate perfekt fair, sind sie nicht. Das ist sicher ein Bedauern, dass wir selber auch erleben und selber auch haben, dass wir sozusagen sagen, es wird Gruppen geben, die das nicht zugänglich haben. Ich kenne noch keine perfekten Augmented Reality-Lösungen für Leute, die überhaupt sehbehindert sind oder sozusagen da eine Schwäche hätten. Das sind nochmal ganz andere Punkte, aber auch nicht jeder kann sich das neueste Smartphone leisten. Für uns war es ein Aspekt, dass wir uns schon geschaut haben, dass wir auch auf Geräten laufen, die vier, fünf Jahre alt sind. Wir testen auch selbst auf solchen Geräten. Es war uns schon unser Anspruch, dass ein Gerät, was damals 200 Euro kostet hat, dass es auf solchen Geräten noch funktioniert. Ja. Alle wird man auf der Bandbreite von Android nie abdecken können. Das ist eine Illusion, das haut nicht hin, das kriegt man nicht hin. Wie habt ihr das, du hast gerade gesagt, ihr habt das mit 600 SchülerInnen getestet, was ja eine wahnsinnig hohe Zahl ist. Wie habt ihr das mit den Geräten gemacht?
Wir hatten selber, also wir haben selber bei uns einen Fundus von 20 Geräten, die wir mitgebracht haben. Wir haben insgesamt pro Runde, das waren dann jeweils, es waren glaube ich an die 10 Stationen, mit, also so um die 40, 50 Leute pro Runde absolviert. Ich glaube 12 Runden hatten wir insgesamt. Wir hatten immer pro Runde vielleicht 3, 4, die es nicht vorinstalliert mitgebracht haben. Mhm. Also wir waren eigentlich echt erstaunt. Wir haben eigentlich mit viel mehr gerechnet, dass wir das dafür stellen müssten. Und wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass sie zu zweit das machen oder auch zu dritt. Also das ist auch was wir eigentlich gesehen haben. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil so ein Escape Room ist ohnehin schon so ein bisschen eine Team-Experience. Mhm. Wir haben noch nicht die Lösung, dass man sozusagen wirklich remote mit zwei Geräten das Gleiche komplett erlebt oder sich da gegenseitig unmittelbar helfen kann. Und damit es dann nicht so ein für sich allein spielen ist und weil auch die Rätsel, man übersieht mal was, also da ist ein zweites Auge, ein zweites Paar Augen ganz hilfreich, haben die das zu zweit gespielt und damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Haben die das dann an ihren Smartphones? Also weil am Smartphone ist es ja schon immer relativ klein, ne? Also so, das finde ich immer so für, wenn ich mit bei Jugendlichen ist es häufig nicht so das Ding. Bei MultiplikatorInnen finde ich es häufiger das Ding, dass man selber denkt, oh, das ist aber ganz schön klein. Die sind gut zurechtgekommen. Großartig. Was eben noch leichter ist, wenn man sozusagen in so einem Workshop ist, wenn man es selber macht und die Kontrolle hat, wenn man das Tablet spielt, ist es natürlich noch ein Tacken einfacher, wenn man zu zweit zusammenschaut. Das stimmt schon. Ja. Also wir haben dann auch manche gehabt, die es dann einfach quasi so, der zweite hat es dann eben mitgespielt, aber sie haben sich eigentlich immer sofort beratschlagt, wie sie es jetzt lösen wollen. Aber die Weißes war an der Ecke nicht mal das Problem. Also wir hatten da mit mehr Problemen eigentlich gerechnet. War vielleicht auch Glück. Ihr hattet ja gerade in der Zwischenzeit, als die anderen in den Breakout-Sessions waren, auch eine Diskussion zum Thema Wirklichkeit. Und eine Frage, die sich für mich daran nochmal anschließt, wie viel muss das Spiel selbst erklären aus deiner Sicht? Also muss das Spiel am Ende zum Beispiel die Auflösung für Fake News bieten oder kann das Spiel auch stehen und Dinge offen lassen? Also gerade in dem Bereich von Fake News, Deepfakes, gibt es ja möglicherweise auch eine Gefahr von Verwirrung, die man ja in irgendeiner Form auffangen muss. Ja, also wir haben schon, also das ist ja auch so ein bisschen das Format des Escape Rooms. Natürlich löst sich das bis zu einem gewissen Grad schon auf und es funktioniert sozusagen in diesem Kontext, im Rahmen dieses Spiels. Was wir eben versucht haben, ist sozusagen einfache Methoden mal zu zeigen oder sozusagen im spielerischen Kontext das mal probieren zu können und es ist dann auch ein bisschen simplifiziert oder vereinfacht. Aber genau da ist sozusagen auch dann danach dieser Moment, wo man dann wirklich das auch nochmal diskutieren kann. Und wenn dann in der Gruppe diskutiert wird und man sich einig ist, keiner weiß nochmal wirklich genau, wie eine Reverse Image Search funktioniert, kann man das ja vielleicht gemeinsam einfach auch nochmal ausprobieren oder einfach auch nochmal wirklich herzeigen im Workshop dann im Nachgang, wenn solche eher sozusagen verwirrenden technischen Fragen eher kommen. Das Thema der Realität war für uns eigentlich nur mehr so ein bisschen eher stärkerer Aufhänger. Also wir haben noch nicht in dem Ding komplett sozusagen die Realität in Frage gestellt und gesagt, was ist überhaupt Realität noch? Da muss man natürlich dann schon noch ein bisschen mehr Kontext liefern. Das lässt sich im Rahmen von dem Spiel, weil doch philosophisch, nicht 100% abdecken. Da wäre ich auch vorsichtig, das zu weit zu treiben. Vorhin kam schon mal die Frage, und wir haben eben auch in der Breakout-Session schon mal drüber gesprochen, aber du hast vorhin mal genannt, wie teuer es ist, so ein Spiel selber zu entwickeln. Jetzt muss ich natürlich trotzdem mal die Frage stellen. Also kann ich denn als politische Bildnerin selber so eine Anwendung produzieren oder ist das echt was für Profis? Oder welche Möglichkeiten, welche Tipps hast du für uns, was wir noch einsetzen können? Ich bin eigentlich, ihr seid fast die Experten wie ich, weil ihr seid es selber ja auch angegangen und mein pragmatischer Weg wäre eigentlich
sehr ähnlich gewesen wie den, den ihr gewählt habt. Sie hat mir erzählt in der Zwischenzeit, ihr habt für euer System mit eurem Spiel damals Action Bound benutzt. Es gibt Action Bound und auch ein bisschen ähnliche Systeme, wo man so eine Art Schnitzeljagden machen kann. Ob das sich alles so perfekt dann eignet, sozusagen, um den Escape Room zu machen, da habt ihr sicher sogar mehr Erfahrungen wie wir. Aber das wäre eigentlich auch mein pragmatischer Zugang dazu. Wenn man sich sozusagen wirklich den Weg geht, in der Spiele-Engine das umzusetzen oder selber zu programmieren komplett, ist man natürlich schon auf einer Ebene, wo man schon gewisses technisches Know-how braucht. Ich würde nicht sagen, dass das nicht jemand, der das unbedingt machen möchte und will, und es gibt auch ein bisschen einfachere Tools noch in der Spieleentwicklung, das nicht teilweise auch noch machen kann. Aber man hat da schon sicher eine gewisse Hürde, wo ich sage, wenn man es einfach nur eher ausprobieren will, wäre euer Weg sicher absolut der richtige, sozusagen solche Tools wie Action Bound zu nehmen. Die Frage ist ja, ihr werdet euch ja auch viel mit Trends beschäftigen. Ja. Und ich habe den Eindruck, es gibt schon auch den Trend, dass sehr einfache Spiele auch cool sein können. Ja. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, lohnt es sich, etwas in ein Spiel zu investieren, was vielleicht nicht mithalten kann mit dem, was professionell auf dem Markt produziert wird? Ich glaube, das ist eine Frage, die für uns ganz praktisch da auch mitschwingt. Ich glaube, also wir haben mit unseren Spielen eigentlich eine ganz gute Erfahrung gemacht, und wir haben jetzt auch kein AAA-Budget, wir sind auch weit weg von sozusagen, wir sind eigentlich eine Indie-Klitsche, eine kleine Firma, die das natürlich schon professionell umsetzt, aber auch nicht mit den Budgets von den großen Firmen konkurrieren kann. Aber nein, also da zeigt auch die Indie-Szene, dass man mit Witz und mit Charme und mit guten Ideen da schon auch was wettmachen kann. Wir haben die Angst auch so ein bisschen gehabt, war aber nicht so schlimm gegeben. Das Einzige, was ich sozusagen eigentlich noch mitgeben kann, einfach aus einer Game-Design-Perspektive, ist, dass ein Spielmedium, was immer irgendwie geht und was auch Sachen zulässt, auch zu machen, ist natürlich auch so diese Idee, sozusagen Dinge in Brettspiele zu verwandeln oder in solche Arten von Spiele, die man oft zum Teil viel schneller auch testen kann. Und es kann vielleicht auch sozusagen sein, wenn man da reingeht, gemeinsam überhaupt sozusagen in einem Workshop mit Schülern, wenn man wirklich viel Zeit hätte, überhaupt mit denen zu sagen, hey, lasst uns gemeinsam ein Spiel machen. Können wir sozusagen ein Brettspiel, Kartenspiel zu so einem Thema machen? Wie könnte das denn ausschauen? Wie könnte das denn funktionieren? Weil um ein Spiel zu machen, muss man die Themen extrem gut verstehen und hinterleuchten und die Zusammenhänge verstehen. Und da lernt man fast mehr auch nochmal, wie durchs reine Spielen auch passiert sozusagen.